nach Tag Nummer 7 nehme ich auch direkt Tag Nummer 8 auf, wie auch immer, ne? Hey Leute, ich bin's, euer Kipirgis. Total verhaspelt, scheißegal. Ja, gerade Tag 7 aufgenommen und weil ich ja ein Zugzwang bin, ein bisschen und... Oh, du bist so schön! Ich wünschte, ich hätte dich in einem richtigen Spiel. Weil ich gerade im Zugzwang bin, habe ich gesagt, scheiß drauf. Ehrlich, scheiße drauf. Gehen wir direkt in eine neue Aufnahme rein. Und das machen wir auch heute direkt. Und zwar gehen wir direkt ohne Umschweife. Moment. Mit Umschweifen. Wir müssen einen Topf aufsetzen. Ganz fix. Mit Umschweife einmal kurz an den Topf. Kriege immer kurz einen fetten Topf hiervon. Ja, passt. Weg damit. Los geht's. Und dann gehen wir auf in ein nächstes Level. Und zwar begeben wir uns heute in Welt Nummer 5. Denn hier vorne das Ding ist definitiv viel zu hoch. Das ist ein 900 Unterschied zum vorherigen. Aber wir können unser neues Kadabra austesten. Oh yeah. Multifassungen sind P-Amulette, Plätze... Mit sowohl Angriff als auch Lebensslots drin. Alles klar. Oh, Kadabra, hau die bitte One-Shot, ey. Fast. Fast. Fast gewone-shotted, Dinger. Das wird super werden. Oh yeah. So, dann einmal Siegstrahl. Einmal Tarnsteine. Das Ding weg. Das Ding ist auch weg. Autoangriff. 1100. Why? Warum machst du so einen Schaden? Das Spiel will mich so hart dafür büßen lassen, dass ich so viel Schaden mache. Radfratz. Wo sind wir denn hier gelandet? In einem Meme-Fest oder was? Hey, in der Höhle gibt es überall Kleinstein, überall Zubats. Und draußen findet man nur Ratzfratz. Oh, um Himmels Willen. Reines Meme-Fest. Willkommen bei den Meme-Fest-Spielen. Unser Team sieht gar nicht mal so schwach aus, Brust aus gerade. Du, Autoangriff, weg. Ich müsste mal schauen, ob ich nicht eventuell doch sagen würde, hey, ich nehme eventuell Dinges rein. Unser Erlöser. Oh, du bist ein Georock. Hi. Hm, ich werde eine Explosion hat's gemacht. Interessant. Wir drängen es einfach mal voll in die Ecke. Das Ding hat keine Chance, das sieht man auch total. Wow. Übelst keine Chance gehabt. Steinchen? Jawohl. Sehr gut. Das fängt ja gut an, der Part. Keine Level-Ups. Schade. Aber ja auch ein bisschen zu früh. So. Ich denke mal, wir werden heute einen Part machen, wo wir auf jeden Fall die Leiste da oben durchhauen werden. Und wir haben einen Erkundungsbonus. Das heißt, im nächsten Dingens bekommen wir auf jeden Fall was Großes raus. Und das will ich auf jeden Fall hier nutzen, weil da kriegen wir auf jeden Fall große Sachen raus hier vorne. Es sei denn, ich will da reingehen und da was Großes rausbekommen, aber wow, der Boss ist 5100? The fuck? Aber da können wir wahrscheinlich momentan die größten Sachen rausfischen. Das heißt, da gehen wir rein und da holen wir uns das Ding. Die großen Steinchen. So, Hallöle. Hier waren wir schon mal. Die kleinen Ponita. Die haben so keine Chance. Einmal ein Dreschflegel, den ich gerne austauschen würde. Das Ding, das Ding. Wow, Kadabra, das war mies. Du hast dich einfach zur Seite gedreht. 1700er Krieg. What the fuck? Was ist los? Warum macht er dafür so viel Schaden noch einmal? Ich glaube, ich bin einfach momentan viel zu stark dafür. Aber bei den späteren Bossen und so weiter werde ich wieder riesige Probleme haben. Ah, Nidorina. Ist die Frage, ist der Boss am Ende der Welt ein Nidoking, ein Nidoqueen oder noch ein Machomai? Schwierig, schwierig. Wir werden mal kurz zurückgehen.
Evoli hat gerade einen Debuff drauf. Was ist das für ein Debuff? Stärke down. Ah, okay. Das ist ein Stärke down. Also ein Heuler war da. Wow, hi. Das wird wehtun. Ei, ei, ei. Come on, Kadabra. Haut beide weg. Sehr schön. Und jetzt schön auf das Galopper. Es ist zum Glück kein Vulnona. Oh, wow. Ja, Kadabra immer noch eine Glaskanone. Hihihi. Ei, ei, ei. So, einmal von hinten. Zack. Einmal Tarnsteine. Zack. Weg ist das Ding. Bin noch einen fetten Stein. Goldenen, wenn's geht. Yay. Oh, einen goldenen Stein bekommen, der groß ist. Herrlich. Und zwei Level-Ups. Schick für Kadabra und für Onyx. Volltrefferschaden, Geschwindigkeit und Erholungszeit nach K.O. Mit einer guten Angriffsstärke drauf. Wow. Das ist ein guter Stein. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Unsere Teamstärke ist 3333. Das müssen wir mal festhalten. Cool. Gut, dann gehen wir kurz auf unsere Pokémon. Bessern die mal ein bisschen aus. Mit diesem übertriebenen Angriffsstein. Und wenn wir es damit kombinieren, haben wir eine übelste Geschwindigkeit auf unserem Kadabra. Allerdings senkt dann unsere Angriff, ne? Ich ersetze den Stein mal. Oder? Hm. Wie mache ich es da am besten? Wir packen es da drauf. Erstmal nach da. Wir haben noch einen übertriebenen Angriffsstein. Packen wir auch noch da. KP. Brauchst du nicht unbedingt. Evoli bräuchte KP und Evoli braucht auf jeden Fall eine andere Attacke. Bodycheck ist zwar schön und gut, macht aber sau Schaden an sich selbst und Dreschpflege ist auch nicht so gut. Ja gut, du brauchst auf jeden Fall das Ding. Und wir haben noch einen Geschwindigkeitsstein. Noch mehr Geschwindigkeit? Ich wüsste genau ein Pokémon, was das brauchen könnte. Naja. Ja. Ihr werdet übelste Geschwindigkeitsmonster werden. Cool. Und Onyx. Du hast auch noch den Platz für eine bessere Härtestein-Variante. Dann mach auch mal das draus. Blöd, dass du den da oben lernst. Aber wenn du den lernst und danach den in der Mitte, dann war ein Dreier-Bingo. Und dann haben wir gewonnen. Dann haben wir sowas von gewonnen. Aber es dauert halt noch ein bisschen. Passt, aber es passt sehr gut. Wir steigern uns, wir steigern uns. Wir können sogar das schon machen. Aber wir gehen heute das machen. Zunächst einmal. Nadelgrotte Typ Wasser. Hm. Wasserboni? Da war im ersten Level aber kein Wasserboni drin. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Das war Gifttypen und Normaltypen. Ja, hier schon wieder. Kleines Zubat. Ganz viele kleine Zubat. Wow, das sind eine Menge Zubat. Die sind alle tot. Wow. Wie viele von den kleinen Dingern gibt es denn bitte? Die sind wirklich winzig. Wow. Please. Also, das ist wirklich Gen 1. Wow. Das ist Gen 1, wie es nur geht, ey. Gut, da haben wir die erste Angstwelle überstanden. Lass mich raten, die zweite ist jetzt ganz viele Kleinsteine oder doch eher Radfratze? Sondern! Oh, ihr seid so süß. Ihr seid ja so mega süß. Ganz viele Sandan. Ich mag Sandan. Sandan sind ultimativ niedlich. Hallo. Hallo. Ah, ein Steinchen. Wie rocken wir die Bude hier richtig gerade ab? Oh, das ist ein Sandama. Ausweichen. Mach du mal gleich einen Teleport. Sehr schön. Teleport ist ganz
passabel, tatsächlich. Es ist ganz passabel. Der Boss ist ernsthaft ein Golbert? Okay, das ist lächerlich für uns. Oh. Ich wollte gerade sagen, das ist hart lächerlich, aber... Wow, das ist wirklich hart lächerlich. Das Ding ist schon fast tot. Aber es macht sau Schaden. Aua. So, ihr kleinen Mistdinger weg. Wie kommt das, dass das Ding so übel Schaden auf unsere Pokémon macht? Das ist ein Mexican Standoff. Yay. Nur gewinnt das Golbert auf keinen Fall. Typenvorteil. Es macht auf Onix weniger Schaden und wir machen auf es wesentlich mehr Schaden. Ziehstrahl. Und weg ist es. Yay. Level up für Evoli. Level 18. Und es entwickelt sich immer noch nicht. Fast 200 auf einem Stein. Hm. Stand da, entwickelte Pokémon können nicht von Gerichten angelockt werden? Ah, das ist natürlich doof. Wir haben keine Energie mehr. Aber wir haben immer noch genug Stärke, um hier die nächsten beiden Level zu machen. Ich glaube, es wird Zeit. Giftforschung. Meins. Flugforschung. Meins. Inselerkundung. Meins. So, volle Batterie. Dann gehen wir hinein in das nächste Level. Weil wir es so können. Und zwar, wir werten jetzt nicht unsere Pokémon auf. Lohnt sie nicht. Wir hauen sowieso alles kaputt. Zu Brei. Ja. Nur Evoli, ich wünsch, du wärst ein Flamara. Oh. Okay, das ist jetzt komplett anders als zuvor. Hart nervig. Magnetilo. Tom. Es ist ein Tom. Ui. Die machen massiv viel Schaden auf unser kleines Evoli. Aua. Das war schnell down. Oben links? In der Höhle da vorne? Ja. Georock und Dick da. Alles klar. Kleinigkeiten hier, Kleinigkeiten da. Georock hat viel Leben. Wow. Was ist ein Walzer? God damn. Was ist das für eine Attacke? Übel. Aber wir sind gleich beim Boss. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mal kurz zurückweichen. Es ist ein Onix. Oh, verdammte Scheiße. Wir werden auf jeden Fall zurückweichen, weil wir müssen auf Evoli warten. Ah, was zum Geil? Warum, was machst du denn da vorne? Was ist das für eine Scheiße? Wow. Was war das für ein Mist? Kadabra Teleport. Dankeschön. Tarnsteine. Ah, gut, jetzt dürfen wir wieder warten. Jetzt dürfen wir wieder warten, warten, warten. Schön reingedrängt. Evoli, 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 Evoli. Ah, ich wollte noch einen Angriff machen mit dir. Schade. Das Ding ist hart nervig. Dieses Onix. Aber es kann halt nicht wirklich viel Angriff. Oh, was zum Teufel war das denn? Oh, senkt mir meine Verteidigung. Mistding. Hat der Trümmerer drauf oder was? Oh, das ist natürlich ultimativ mies. Wow, da ist Evoli wieder down. Ah, oh, du Drecksding. Du gewinnst auch nur, weil du mich verarschen willst, oder was? Nein, das ist ein Witz. Ah, so ein Scheiß.
Ne, wir lassen das Zeug da. Oh, wie gemein. Ich will Rache. Ich will Rache an diesem Onyx. Es hat uns immer diese Pokémon sofort rausgenommen, wenn sie gespawnt sind. Ach, wie gemein. Ach, wie fies aber auch. Rache. Nachdem ich mein Team kurz verbessert habe. Oh, das war gemein. Fiesling. Fiesling, Fiesling, Fiesling. Evoli braucht mehr Leben. Oh, du brauchst bessere Attacken auf alle Fälle. Vielleicht mal kurz ein Training. Vielleicht mal kurz ein Training, ein Attackentraining für Evoli. Oder doch für Kadabra mal kurz, vielleicht eine zweite Attacke. Eine richtige Attacke, meine ich. Aber wo war das? Ich muss aber Team gehen, genau. Team. Nicht das Pokémon selber. Training. Kann man denn neue Attacken überhaupt anwählen? Oder beziehungsweise Attacken-Slots, die man nicht verwendet hat? Nee, ne? Nein. Ah, okay, die sind also fest auf diese Attacken. Und das hat auf jeden Fall ein 2 Boni dann drauf. Teleport schön und gut, aber wie wär's mit was anderem? 11%, 22, 51, 63, 63, 63, 69. Versuchen wir's? Versuchen wir's. Ja. Ja, ja, ja. Yes. Sag kein Blitz. What? Ah! So ein Mist aber auch. Komm schon. Komm schon, komm schon. Oder machen wir es bei Evoli mal. Statt dem Dreschpflege. 1, 2, come on. Schaufler. Oh. Schaufler ist mega gut, das behalte ich. Schaufler behalte ich. Da haben wir wenigstens eine Attacke, mit der wir uns mal kurz schützen können mit Evoli. Ich müsste nur kurz schauen. Ja, wir haben kaum Pokémon mehr auf unserer Basis. Way. 200, ja. Gut. Gut, das kann man sogar verstärken. Das kann man tatsächlich sogar verstärken. Fünferzeit, Fünferzeit, ja. Sehr gut. Dann können wir Evoli auch mal aus dem Kampf rausziehen. Ähnlich wie Kadabra. Das sollte auf jeden Fall klappen jetzt. Sterbt. Sterbt der kleine nervigen Gifttypen überall. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Oh, wunderschön. Das ist so wunderschön. Wir können die Attacke ausweichen. Und selber noch Schaden anrichten. Oh, wow, 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 wow. Hallöle. Das ist super. Das ist alles super. Und scheint aber eine richtig lange Reichweite zu gehen auch. Dieser Angriff. Das heißt, wir können uns wirklich von draußen ranpirschen und direkt in den Nahkampf gehen. Das ist hervorragend. Und wir treffen damit auch ein Pokémon, die wir vorher nicht treffen konnten. Das ist auch hervorragend super gut. Ja, das ist gut. Diese eine Welle wäre jetzt nicht so schön, aber gut. Das ganze Team ist wieder zusammen und Evoli spawnt nicht beim Gegner in der Basis. Das war doof. Oh, weg den Stein. Ah, oder auch nicht. Du schon wieder. Dich kriege ich, mein Freund. Dich kriege ich platt. Teleport. Nicht beim Gegner landen. Kadabra, please. Dankeschön. Überall kannst du spawnen, aber nicht dahin. Natürlich. Sehr schön.
Und ich bleib auf Reserve da hinten. Vielleicht kann man die Verteidigung senken von dem Dingen. Nein. Nein, ich will die Verteidigung senken. Also mir nämlich vorhin auch gemacht, das hat mich voll aufgenervt. Aufgenervt, aufgeregt. Kein Scheißding. Schau da. Ah, es hat einen anderen Angriff als wir. Das ist das Ding. Oh, unter der Erde getroffen, du Sack. Stirb. Los, Kadabra. Jawohl. Schöner Trade. Haben uns gegenseitig umgehauen. Fies. Fieser Boss. Fieser Boss mit seiner, hey, wir senken deine Verteidigung. Und dann aber zack, zack und du bist tot. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr schön. 4500. Heilige. Gut, dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir nächstes Mal hingehen. Und zwar hier unten. Und dann wieder da oben. Das ist ein schönes Dreiergespann. Gefällt mir. Aber was ist in der Box? Da schauen wir mal kurz hinein. Was haben wir da für ein Pokémon? Kubasuppe. Zwei Sternchen. Carpador. Super. Shiny? Nö. Klatscher. Tackle. Es hat zumindest Tackle und es hat Level 29. Heißt, es braucht ein Level und es entwickelt sich. Dann haben wir hätten wir einen Garados im Team. Ja, ja. Um Himmels Willen. Könnt ihr euch das vorstellen? Garados? Level 30 Garados? In unserem Team hier, was wir so haben? Ich glaube, es wäre ein bisschen overpowered. Aber gut, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was machen. Bis zum nächsten Mal. Und zwar... Ich würde sogar sagen, wir brauchen auf jeden Fall irgendwo ein paar Deko-Objekte, die wir hinstellen, um vielleicht mehr Pokémon anzulocken. Oder die Chance zu erhöhen auf Attackentraining, Erfolgsrate. Entweder das oder mehrere Pokémon anlocken oder sonstiges. Ja, ich werde mir überlegen, was am sinnvollsten wäre. Eigentlich das mit Erfahrungspunkten, das wir mehr bekommen. Aber... Hey, unsere hier verstehen sich gut. Auch gut. Schön. Ja, aber ich bin für den Moment raus. Ich danke fürs Zuschauen. Man hört sich beim nächsten Tag, Tag Nummer 9. Haut rein. Bis dahin und wie immer, ciao, ciao.